Du suchst nach dem besten Anime auf Prime? Ja, dann bist du hier genau richtig. Denn ich stelle dir 10 vor, gleich nach dem Intro. Es ist Samstag und somit gibt es wieder eine neue Anime-Top-Liste. Diesmal zu Prime. Dieser Anbieter ist wohl der schlafende Riese im Streaming-Markt. Was meine ich damit? Viele haben Zugriff auf ihn, aber nur wenige nutzen ihn. So haben die meisten einen Prime-Account für Shoppen, fürs kostenlose und schnelle Liefern. Aber viele nutzen ihn nicht für Streamen von Filmen und Serien und wissen nicht mal, dass Prime auch einige Anime im Programm hat. Deswegen stelle ich dir heute die besten davon vor. Ich fokussiere mich auch diesmal auf die eher neueren Serien und Filme, die Prime hinzugefügt hat. Solltest du also schon eine Top-Liste zu dem Thema gesehen haben, gibt es hier sicherlich noch ein paar mehr. Wenn ich häufiger solche Top-Listen machen soll, dann drücke auf den Like-Button. Dann weiß ich, dass es dir gefällt. Und vergiss nicht zu abonnieren für noch mehr Anime-Top-Listen. Legen wir aber nun los mit dem ersten Anime, und zwar Megalobox. Dies ist ein Box-Anime. Wer hätte das gedacht? Doch hier wird nicht einfach nur mit Fäusten gekämpft, sondern die Kontrahenten steigen mit Exoskeletten in den Ring. Das klingt schon deutlich spannender, oder? Einer dieser Kämpfer ist Junk Dog. Er hat wenig Geld und so ist ihm jedes Mittel recht, um ein bisschen was zu verdienen. Auch einen Kampf zu verlieren. Nur damit sein Trainer bei einer Wette gewinnen kann. Doch darauf hat er langsam keinen Bock mehr. Denn ein neues großes Turnier steht in den Startlöchern. Bei Megalonia kämpfen die Besten der Besten gegeneinander. Und genau da sieht er sich. Würde er es schaffen, bis ganz an die Spitze zu kommen? Oder hat er doch keine Chance und hat sich maßlos überschätzt? Denn seine Gegner sind wirklich auf einem ganz anderen Level als sonst. Megalobox ist ein richtig cooler Sportanime. Und das Ende ist auch wirklich perfekt. Aus irgendwelchen Gründen haben sie aber trotzdem eine zweite Staffel produziert. Die findest du auch nur auf Wakanim, da auch kostenlos. Kannst aber getrost drauf verzichten. Alle Anime in dieser Liste haben übrigens eine deutsche Synchro, außer ich sag's dazu. Weiter geht's mit Assassination Classroom. Was würdest du machen, wenn dein Lehrer plötzlich ein komisches gelbes Alien ist und dieses droht, die Erde zu zerstören? Aber nicht nur das, du hast ein Jahr Zeit, um das zu verhindern. Bist du der Aufgabe gewachsen oder läufst du lieber schreiend davon? Mit dieser verrückten Situation beginnt Assassination Classroom. Kuro-Sensei wird der neue Lehrer der Klasse 3E und die denkt nicht etwa ans Lernen oder daran, eine Freundin oder Freund zu bekommen. Nein, ihr oberstes Ziel ist es, ihren Lehrer um die Ecke zu bringen, um so die Menschheit und ihren Heimatplaneten zu retten. Auch wenn das Ganze recht düster klingt, ist der Anime meist ziemlich lustig. Wer also noch nicht diese verrückte Serie gesehen hat, sollte auf jeden Fall reinschauen. Beide Staffeln kann man seit kurzem auf Prime streamen, also nutze die Gelegenheit und fang an. Kommen wir nun schon fast zu einem Klassiker, und zwar Plastic Memories. Und für den solltest du Taschentücher bereithalten, denn da werden sicherlich ein paar Tränen fließen. So spielt die Serie in der Zukunft, in der gibt es menschenähnliche Roboter. Diese sind so realitätsnah, dass viele gar nicht den Unterschied bemerken. Somit können diese für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Oft zum Beispiel bei alten Leuten, die sich einen Enkel wünschen. Doch es gibt ein großes Problem. Ähnlich wie Hunde oder Katzen haben diese Androiden nur eine geringe Lebenszeit. Und wenn der Tag gekommen ist, werden sie von der SA Corporation abgeholt. Denn sonst würden sie ihr Gedächtnis verlieren und eben zu gefühlslosen Maschinen werden. Der Abschied fällt jedoch, wie man sich denken kann, nicht gerade leicht. Und schon bei der ersten Folge hätte ich fast losgeheult. Ist also schon gleich zu Anfang super emotional. Die Serie hat aber auch ihre lustigen Momente. Wer also Plastic Memories immer noch nicht gesehen hat, einfach anschauen. Hat auch nur 13 Folgen, also ist man ratzfatz durch. Deutlich mehr Action gibt es wieder in Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Bei diesem geht es um einen Krieg. Jedoch wird der nicht zwischen Nationen ausgetragen, sondern einige Magier kämpfen gegeneinander. Und zwar um den heiligen Gral in den Händen zu halten. Dieser erfüllt einem nämlich jeden Wunsch. Doch hier schießt man nicht Harry Potter mäßig seine Zaubersprüche auf den anderen, sondern man beschwört einen Held aus der Vergangenheit. Dieser kämpft dann für einen und ernährt sich von der Magie des Beschwörers. Umso stärker also der Magier, umso stärker sein Kämpfer. In dieser Runde sind auch viele jüngere Charaktere mit dabei, wie zum Beispiel die Schülerin Rin Tosaka, welche aus einer Magierfamilie kommt, oder auch Shiro Emiya, welcher alles reparieren und verstärken kann. Wer wird am Ende gewinnen? Und welchen Wunsch wird er oder sie sich erfüllen? Fate Stay Night Unlimited Blade Works überzeugt besonders mit seinen epischen Kämpfen, denn die wurden vom Demon Slayer Studio Ufotable animiert. Wenn du also gerade im Demon Slayer Hype bist, schau doch mal hier vorbei. Außerdem spielt Unlimited Blade Works nach Fate Zero. Dieser wirkt deutlich erwachsener, da auch viele Charaktere älter sind und eben nicht mehr zur Schule gehen. Je nachdem, was du bevorzugst,
bevorzugst, kannst du damit einfach starten. Beide gibt es bei Prime. Wieder extrem emotional wird es in Anohana, die Blume, die wir an jenem Tag sahen. Dieser Anime über Freundschaft handelt von Jinta. Er weiß nicht mehr weiter, so schwänzt er die Schule und zockt nur noch. Die Nachbarn reden schon von ihm. Vor ein paar Jahren war noch alles anders. Da war er der Anführer seiner Freundesgruppe, welche regelmäßig im Wald große Abenteuer erlebt hat. Doch diese schöne Zeit endet plötzlich, denn ihre Freundin Menma stirbt bei einem Unfall. Nun kommt sie 6 Jahre später wieder, und zwar als Geist. Doch was will sie noch in dieser Welt? Hat auch sie noch nicht mit ihrem Leben abgeschlossen? Und was ist die letzte Botschaft, die sie ihren Freunden mitteilen will? Anohana ist eine wirklich emotionale Serie. Besonders beim Ende haben wohl viele geweint. Wenn du also nach Plastic Memories noch ein paar Taschentücher übrig hast, mach doch gleich hier weiter. Wieder deutlich verrückter ist Bakemonogatari. Bei dieser Reihe steht der Oberschüler Araragi im Fokus. Wieder ein nerviger Schüler als Protagonist? Langweilig. Aber nein, er geht nämlich nicht nur zur Schule, sondern ist auch unsterblich. Wie das? Er wurde in den Ferien von einem Vampir gebissen. Wie soll man das nur seinen Eltern und Freunden erklären? Doch schnell hat Araragi ganz andere Probleme. Denn eines Tages fällt seine Mitschülerin Senjo Gahara die Treppen hinunter. Aber komischerweise fängt er sie ganz locker auf. Dies liegt aber nicht an seiner unglaublichen Stärke, sondern weil sie federleicht ist. Sie macht jedoch keine Diät, sondern wiegt unnatürlich wenig. Schnell kommt heraus, dass sie von einem Monster befallen wurde und eben das ihr Gewicht drastisch reduziert. Wird Araragi ihr helfen können oder ist es schon zu spät? Bakemonogatari ist eine verrückte Serie mit crazy Charakteren, Dialogen, Animationen und Musik. Alles bei diesem Anime ist nicht ganz normal. Du musst also einfach mal selbst reinschauen. Auch hier kannst du entscheiden, wo du anfangen willst. Bei Bakemonogatari oder willst du wissen, wie Araragi unsterblich wurde? Dann schau die dreiteilige Filmreihe Kizumonogatari. Diese spielt vor Bakemono und gibt es auch auf Prime. Heiß wird es in The Testament of Sister No Devil. Das ist nämlich ein Action-Edgy-Anime. Und was für einer. So wünscht sich Tojo Basara nichts mehr als eine kleine Schwester. Wollen wir das nicht alle? Jemand, der uns Onisama nennt und richtig begeistert ist von ihrem coolen großen Bruder? Ach, wäre das ein Traum. Nun, leider existieren solche Schwestern meist nur in Anime. Aber Basara hat Glück. So heiratet sein Vater erneut und somit bekommt er auch 2 kleine Schwestern. Diese verbergen jedoch ihre wahre Identität. So sind sie nämlich Dämonen und Mio ist die Tochter des Teufels. Der Wahnsinn. Es gibt jedoch ein Problem. Basara gehört zum Heldenclan und müsste somit sie eigentlich jagen. Warum er es trotzdem nicht macht, musst du schon selbst herausfinden. The Testament of Sister No Devil ist wirklich nur was für Edgy-Fans. In dem Bereich hat er auch einiges zu bieten. Wenn du aber von solchen Szenen Ausschlag bekommst, dann mach lieber einen großen Bogen um die Serie. Kommen wir aber nun zu einer richtigen Nostalgiebombe. Und zwar The Vision of Escaflowne. Dies war mit Inuyasha einer der ersten Isekai-Anime. Ja, auch vor SAO gab es schon Isekai Anime, also wo der Protagonist in eine andere Welt kommt. Diesmal haben wir jedoch einen weiblichen Hauptcharakter, und zwar die sportliche Hitomi. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, doch in letzter Zeit hat sie komische Albträume. Sie träumt von einer Fantasy-Welt voller Drachen, Monster und Rittern. Und plötzlich, zack, bumm, ist sie auch in einer anderen Welt. In der tobt schon ein Krieg und sie wird Teil einer Gruppe. Mit ihrer Hilfe will sie nun das Geheimnis der Welt ergründen und einen Weg finden, es auch zurückzuschaffen. Wird sie das hinkriegen oder muss sie für immer in dieser Fantasy-Welt leben? The Vision of Escaflowne erschien schon 1996 in Japan. Erst 4 Jahre später kam er zu uns. Mann, hat sich viel verändert. Heute wäre sowas undenkbar. Wer also mal in Nostalgie schwelgen will oder Bock auf einen Klassiker hat, sollte reinschauen. Kommen wir nun zu Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Dies ist ein Spin-off zu SAO, welches im dritten MMORPG spielt, also eben GGO, wo man sich auf Schusswaffen fokussiert. Außer mal wieder Best Boy OP-Protagonist Dark Knight, der alle Girls bekommt, Kirito. Aber der spielt in der Serie fast keine Rolle. So geht es vielmehr um die kleine Len. Sie flitzt in ihrem pinken Outfit über die Karte. Mit ihrem Teamkollegen, dem Scharfschützen M, versucht sie die anderen Gruppen auszuschalten, um so das große Turnier zu gewinnen und als Letzte übrig zu bleiben. Wer also Teil 1 von Staffel 2 mochte, sollte hier unbedingt mal reinschauen. Man kann ihn aber auch komplett unabhängig von SAO konsumieren. Aber machen wir uns nichts vor. Jeder hier hat eh schon Sword Art Online gesehen, oder? Die Serie gibt es übrigens auch bei Prime. Weiter geht's mit We Creators. Dies ist The Devil is a Part-Timer, nur deutlich ernsthafter. Was meine ich damit? So kommen auch hier Fantasy-Wesen in unsere Welt und nicht umgekehrt, wie in den meisten Isekai-Anime. Der angehende Autor Sota schaut gerade ein Anime. Er träumt davon, auch selber mal eine erfolgreiche Light Novel zu veröffentlichen. Doch plötzlich tauchen die Charaktere aus der Serie in seiner Welt auf. Warum das Ganze passiert, weiß er nicht. Auch die Fantasy-Wesen haben keine
einen blassen Schimmer. Doch nicht jeder ist Sota freundlich gesinnt und so kommt es schnell zu spektakulären Kämpfen. WeCreators ist einer der wenigen Anime auf dieser Liste, die keine Synchro haben, denn Amazon hat ihn bei uns als Simulcast gezeigt. Wer aber mal Bock auf eine Action-Fantasy-Serie hat, sollte trotzdem reinschauen. Kommen wir nun zu Wavering View, das Mädchen, das die Sonne berührte. Ja, auch dieses Animationsfeuerwerk kann man bei Prime schauen. Netflix hat sich dagegen Your Name geschnappt, kommt vom selben Regisseur und ist auch ziemlich ähnlich. Wer also den einen Film mag, wird sicherlich auch den anderen mögen. Ist eben ein sentimentales Drama mit wunderbarem J-Pop, krassen Animationen und einer schönen emotionalen Geschichte. Also gönnt euch mal. Außerdem hat Prime exklusiv die Rebuild of Evangelion Reihe. Diese erzählt die ursprüngliche Serie Neon Genesis Evangelion nochmal neu. Aber nach einer gewissen Zeit wird es was komplett eigenes. Wer also keinen Bock auf eine Serie in 4:3 von 1995 hat, ja, der sollte einfach mal in die Filmreihe reinschauen. Und wenn die dich begeistert, kannst du ja immer noch die ursprüngliche Serie auf Netflix abchecken, oder? Für noch mehr Anime-Toplisten zu Prime, klicke auf das Video oben rechts. Und wenn du wissen willst, wie du noch mehr Anime auf Prime streamen kannst, klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du dir anschauen? Und welche Anime-Topliste soll ich als nächstes machen? Schreibe deinen Vorschlag in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!